So, last but not least, wie es so schön heißt, einen Tombola-Hauptpreis können wir jetzt noch vergeben. Und Silvia, da darf ich was sagen. Du erzählst, was es damit auf sich hat. Gut, also zu gewinnen gibt es von Qatar Airways ein Ticket, Mittlerer Osten, freie Wahl bei der Destination. Dazu muss man sagen, Qatar Airways gehört zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften, hat eine sehr, sehr junge Flotte weltweit und ist traditionell preisgekrönt in der Gastfreundschaft. Ab Österreich bietet Qatar Airways sieben wöchentliche Verbindungen via Doha zu über 120 Zielen weltweit. Und bei den Skytrax World Airline Awards 2011 und 2012 wurde Qatar Airways als Airline des Jahres ausgezeichnet. Da sind Sie sicher gut aufgehoben und bei uns begrüßen wir jetzt von Koni Alfred Göppert und eine Vertreterin von Qatar. Und wir werden jetzt gleich feststellen, aus all den Losen, die uns hier zur Verfügung stehen, wer diesen Preis gewonnen hat. Jetzt verraten wir uns erst noch nicht einmal die Farbe, denn hier sind alle Farben gemischt. Zuerst einmal die Farbe. Welche Farbe haben wir gezogen? Die Farbe ist blau. Blau, blau, blau. Haben Sie Ihre blauen Lose bei der Hand? Sagen Sie mir drei Destinationen, die ich anfinden könnte. Nicht wegwerfen, wenn es die anderen sind, denn Sie können also noch viele andere Preise gewinnen. Also als Zentrum, dann geht es nach Delhi zum Beispiel, nach Bombay, nach Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Bali. So viele also Destinationen, wenn 9 die erste Ziffer auf Ihrem Los ist. Und die letzte Ziffer 2? 9 und 2 würden sich anbieten, wenn Sie mit Katar in den Mittleren Osten fliegen möchten. Und die mittlere Nummer wäre 6. Wer 9, hat in Blau 6, die Losnummer 962? Wo brandet der Jubel auf? In Blau 962 in Blau. Bleiben Sie noch da, wer weiß, ob die Losnummer 962 überhaupt da ist. Tut ansonsten mir leid. Ziehen wir noch einmal und Sie haben wieder die Chance. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht schon enttäuscht Ihre Lose weggeworfen. Das wäre überhaupt ungünstig, denn jedes Los gewinnt heute Abend hier. Aber das Los in Blau mit der Nummer 962 zum ersten, zum zweiten und letzte Chance. Noch einmal. Vorbei, nächste Chance. Also halten Sie Ihre Lose wieder bereit. Welche Farbe? Wir spielen das Spiel gleich noch einmal. So. Dürfte ich Sie bitten, noch ein paar Worte zum Gewinn zu sagen, damit wir es noch spannender machen? Mir wurde gerade geflüstert von Qatar Airways, dass das Ticket erweitert wurde auf das gesamte Streckennetz von Qatar Airways. Ohohoho, so schnell geht's. Und Sie fliegen schon am gesamten Streckennetz von Qatar Airways durch die Welt. Es würde mich auch freuen, wenn jetzt ein Kunde gewinnt und mit uns nach Australien fliegt. Melbourne und Perth sind dort unsere Destinationen. Das ist momentan das Weiteste, was Sie aus Österreich fliegen können. Wenn Sie ein gelbes Los haben, stehen die Chancen gut, würde ich mal meinen. Haben Sie es gehört? Was muss das gelbe Los können? Die 100er-Zahl wäre 8. 8 an der ersten Stelle. Gelb und 8 vorne. Wer hat gelb und 8 vorne? Hände hoch. Ja, okay, ein paar Hände sehe ich. Wenn dann die 10er-Zahl 4 wäre? 8, 4. Wieder zeigen Sie uns doch, wo Sie sind, wenn Sie 8 und 4 haben. Okay, noch da. Und? Wenn Sie dann ganz hinten dran noch den 9er haben. 849. Wer jubelt? 849. In Gelb, eine Dame in Rot. Großen Applaus, herzlichen Glückwunsch. Die Frau in Rot Sie heute fliegen Abend mit Qatar Airways und Koni zu einer Destination Ihrer Wahl. Wir gratulieren. Zuerst überprüfen wir mal, stimmt es, ja, Herr Göppert? Ja, stimmt. Es stimmt. Sie kommt und sagt, es ist unglaublich. Verraten Sie uns zuerst einmal Ihren Namen. Beuerl, Maria. Frau Maria Beuerl. Hätten Sie damit gerechnet, dass Sie heute Abend zu Dance Against Cancer kommen und mit einem Fluggutschein wieder nach Hause gehen? Überhaupt nicht. Ich habe Gänsehaut. Wo werden Sie denn hinfliegen? Das ist zu überraschend. Das muss man erst sehr gut überlegen. Aber Sie werden eine Verwendung finden für diesen Flug und jemanden auch haben, den Sie mitnehmen wollen? Hundertprozentig. Mein Mann ist hinten. Und freut sich schon noch mehr als Sie selber. Also, ich glaube, das ist jetzt abzusprechen mit Qatar Airways, wo es hingeht. Danke an dieser Stelle Alfred Göppert und Begleitung. Und da werden jetzt noch die Reise. Diesen freudigen Ausdruck wollen wir natürlich festhalten und klar, ein paar Fotos noch machen und gratulieren noch einmal ganz, ganz herzlich Maria Beuerl zu einem
großartigen Gewinn, nämlich einem Reisegutschein mit Katar und Koni. Großen Applaus nochmal für unsere Gewinnerin. Ich mag auch mal mit Ihnen fliegen. Ja.